So, die ersten 50 Booster liegen auf dem Tisch und ich würde sagen, wir labern noch gar nicht lange rum, sondern fangen direkt an. Das Video wird eh schon lang genug werden und das war auch noch das, was ich vergessen hatte beim Cut zu sagen. Das Video würde auch viel zu lange dauern. Wir sehen uns erstmal die Verteilung an. Oh, verkehrt rum. 403 Sammelkarten. Matchwinner. Eine pro, sagen wir mal rundgerechnet, 7 Packungen. 200 durch 7. Pi mal Daumen 30. Also wenn wir so zwischen 25 und 30 Matchwinner am Ende zusammen haben, das wäre schon sehr, sehr gut. Und lasst doch jetzt schon mal einen Daumen nach oben da für dieses Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin nur gespannt, wie ich den Müll nachher wegmache. So, wir starten mit Jefferson Fafan, dann Earl, Trapp, Jutz und Uja, der jetzt aktuell bei Braunschweig spielen müsste. So. Nächster Booster. Wir haben Sigurdsson, Kobiaschwili, Ilicevic, Eichler und Baumgartlinger. Zwei Basepacks zum Start. Das war damals auch besser, muss ich sagen, weil heutzutage kriegst du ja in jedem Booster eine Powerkarte. Sicherlich war das damals auch mal frustrierend, wenn du nur Basepacks gezogen hast, wenn du dir damals so 10 Packungen gekauft hast und ja, da war vielleicht ein Matchwinner drin. Aber das war halt damals auch besser bzw. spannender, die Serie voll zu kriegen. Finde ich zum Teil besser, muss ich sagen. Wir haben unsere erste Powerkarte und das ist der Starspieler von Babel. Mal hier zur Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das besser, weil es ist ja noch der Spaß und es ist auch noch was Besonderes, wenn man eine Matchwinner oder eine Club 100 oder einen Hattrick-Helden sogar zieht, die ja sehr, sehr selten sind. Deswegen finde ich ja die heutige Verteilung ein bisschen schlecht, im Gegensatz zu heute, aber naja. Was soll man machen? Wir haben Starspieler Raphael. Ich weiß noch nicht, was ich mit den ganzen Doppelten, es werden ja wahrscheinlich einige dazu kommen an doppelten Karten, was ich damit machen werde. Vielleicht verlose ich die, vielleicht verschenke ich die an jemanden. Einfach so und ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, wir haben hier Schalke Angriff und das ist der erste Matchwinner. Sehr schön, Jefferson Fafan, der fehlt mir glaube ich sogar noch. Nice, erster Matchwinner. Helmes, Jeißle, Stindl und Hanek. Und ihr könnt mich auch gerne, und lasst mich auch gerne mal wissen, was ihr von der Serie haltet, wie ihr sie findet. Würde mich auch sehr interessieren. Jetzt geht's aber los mit den Powerkarten. Oh, ich glaube, das ist wieder ein Matchwinner, deswegen packe ich das mal nach hinten. Wir haben Saliovic, Janka, Schlaudraff, Heinal. Schreibt mir mal auch für den zweiten Teil runter, ob ihr das besser findet, wenn die Powerkarten, wenn ich die zuerst zeige oder erst ganz zum Schluss, wenn welche da sind. Es ist tatsächlich ein Matchwinner von Dante mit kurzen Haaren. Auch eine Seltenheit. Ihr seht auch, die Karten sind wirklich makellos. Die sind natürlich, weil sie ja in den Boostern waren. Dante fehlt mir auch, das weiß ich zu 100%, weil ich habe lustigerweise neulich noch vom Hendrik Schuster an Mappenabwelt geguckt. Grüße gehen raus an der Stelle. Wo er, glaube ich, Dante in seinem Album hatte. Und die fehlen mir noch. Und ich hoffe, jetzt ist es gerade, die Stunde ist gerade voll bei mir. Deswegen hoffe ich, man hört die Kirche, nicht die Glocke. Hier immer so Spielregeln mit dabei. Wenn ihr die wollt, könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das interessiert. Und ich finde es auch cool, wenn man mal die ganzen alten Spieler nochmal sieht, wenn man mal so bedenkt, was da früher hier Matthew Lecky, das ist mir vorher nie aufgefallen, dass der mal bei Gladbach gespielt hat. Krass, und das finde ich so, das ist auch so, wenn man alte Serien öffnet, finde ich einfach cool, man sieht nochmal alte Spieler. Und hier Luis Gustavo, damals bei Bayern, glaube ich, frisch zu Bayern gekommen damals. Und ja, Kaiserslautern noch in der ersten Liga. Also, ich finde es aber cool, auch alte Serien zu öffnen. Und vor allem dadurch, dass man jetzt mehr Zeit hat, kann man natürlich auch über andere Dinge reden. Halt nicht nur über Fußball, sondern auch einfach mal hier Top-Transfer-Vent. Einfach mal über ja, verschiedene Dinge, einfach mal chillen, einfach mal über was anderes quatschen. Und damals war es ja auch so, das war glaube ich die erste Saison, wo es nicht zwei Starspieler pro Team gab, sondern wo es einen Starspieler und einen Top-Transfer gab. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn es zum Beispiel ein Top-Transfer oder ein Starspieler oder ein Logo ist, dass ich das, ob ich das sofort zeigen soll, nur die Matchwinner, wenn es einer ist, nach hinten packen soll, um es spannend zu halten. Schreibt mir das gerne auch mal in die Kommentare. Das Einzige, was ich an der Serie tatsächlich kritisieren muss,
sind die Logos. Die haben nicht geglitzert, fand ich nicht so cool. Aber ich fand es auch mal cool, dass Tops was anderes ausprobiert hat. Und hier ist der Top-Transfer von André Apfelschürle. Grüße an der Stelle an Pax United. So, Schalke Angriff. Kann was Gutes sein? Ist was Gutes, das fühlt man nämlich. So, wir haben Töre, Andresino, Pranjic und Blaschikowski. Ich hoffe, also versteht mich nicht falsch, ich hoffe, dass es nicht Raoul Klopp 100 ist, weil den habe ich schon. Deswegen hoffe ich, dass es Raoul Hattrick hält ist. Und es ist wieder leider Matchwinner Jefferson verfahren. Aber egal, freut mich trotzdem. Je mehr Matchwinner, desto besser. Und ja, was war denn so eure erste Serie, die ihr angefangen habt zu sammeln? Bei mir war das, also ich bin von Anfang an dabei gewesen bei Match Attacks 0809. Das war damals ein Zufall. Hat sich so ergeben. Ich war damals 8 Jahre alt, hatte mein erstes Fußball-Sticker-Album hinter mich gebracht mit der EM damals von 2008. Und dann habe ich das im Schaufenster gesehen, dieses riesen Poster, jetzt neue Match Attacks. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich muss das unbedingt haben, ich muss das sammeln. Und dann hat diese Sammelleidenschaft irgendwie ihren Lauf genommen und hat sich bis heute nicht verringert. Und ich finde sowas auch einfach mal schön, ein Hobby zu haben, weil ich sag mal so, andere sammeln, es gibt auch viele Leute, die sagen, ist ja voll Geldverschwendung, wie kannst du dafür nur so viel Geld ausgeben? Ja gut, andere sammeln Briefmarken, der nächste sammelt Feuerzeuge oder Windmühlen oder was weiß ich. Man kann ja sammeln, was man möchte, und ich finde, man kann sein Geld auch für das ausgeben, worauf man Bock hat. Und wenn die Leute meinen, sie müssen sich darüber aufregen, dann ist das nicht mein Problem, sondern deren Problem. Und ja, was soll man dazu sagen? Ja, ich muss auch sagen, ich hoffe, dass dieses Jahr auf YouTube der gleiche Erfolg bleibt, wie er letztes Jahr war. Ich bin sehr zufrieden. Also, ich hätte mir nicht träumen lassen, als ich vor 2 Jahren wieder angefangen habe. Ich gehe ja schon in mein 3. Jahr. Jetzt, kurze Pause, was ist das hier? Es ist Matchwinner Holtby. Sehr schön. Ich gehe jetzt in mein 3. Jahr jetzt wieder. Und ich hatte ja damals aufgehört, weil mit der Bayern Mittelfeld. Wenn das... Ja, ist ein Starspieler. Schade. Weil Robben war ja damals der 101-Spieler. Nee, es war damals so, dass mir mein Handy geklaut wurde und dass ich damals, hatte ich, glaube ich, also im Vergleich zu heute natürlich läppisch, aber ein Robben-Starspieler, auch nicht schlecht, hatte ich, glaube ich, knapp über 150 Abonnenten. Und als dann das Handy geklaut wurde quasi, was man sich dann auch quasi da 3 Jahre aufgebaut hatte, war quasi für den Allerwertesten, auf gut Deutsch gesagt. Und dann habe ich einfach mir gedacht, wozu machst du noch weiter? Dann hatte ich einfach keine Lust mehr. Und als dann vor 2, 3 Jahren das anfing, dass wieder super Serien auf den Markt kamen, da habe ich mir einfach gedacht, ja, probierst du es nochmal. Und entweder geht es voll in die Hose oder es funktioniert. Und ich kann sagen, es hat funktioniert, weil sonst wäre ich ja nicht mehr da. Und ja, ich hoffe, hier Toni Kroos mit der läppischen 66. Und ja, da muss ich auch einfach mal an euch auch, Hasan Salihamidžić, muss ich auch mal einfach sagen, danke, dass das alles so gut bei euch ankommt. Ich habe mein Spektrum so ein bisschen erweitert. Ich habe ja Talks jetzt hinzugefügt zu den anderen Videos. Und ja, man muss sich auch irgendwo weiterentwickeln. Ich meine, sicherlich hauptsächlich geht es mir darum, Karten zu sammeln und ja, einfach Spaß am Sammeln zu haben, aber man muss, finde ich, auch mal sein Spektrum ein bisschen erweitern und einfach mal ausprobieren. Und das habe ich getan und bin ja immer noch da. Ja, Matchwinner Taski, keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Der war ja mal zwischendurch kurz bei Bayern oder an Bayern verliehen, irgendwie so. Und ja, hat sich aber auch nie wirklich durchgesetzt. Rita, das wird übrigens nachher ein Riesenspaß, das Ganze zu sortieren. Nicht, also Karten öffnen ist ja schön, ne, das wissen wir alle. Aber ja, selber sortieren ist natürlich, macht nicht so viel Spaß. Ich glaube, da sprechen wir aus Erfahrung. Es gibt bestimmt auch welche, die mögen das. Hier Bunyaku als Matchwinner. Ist der eigentlich noch aktiv? Also zuletzt habe ich ihn gesehen bei Viktoria Köln. Ich weiß aber nicht, ob der noch aktiv ist.
Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Nee, aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Egal. Hab vergessen. Ach ja, übers Sortieren. Und ich bin zum Beispiel ein Typ, der, wo viele sagen, ja, mach das doch nicht alles an einem Tag. Teil dir das doch ein mit dem Sortieren. Ja, ist ja einerseits richtig, aber andererseits habe ich auch gar keinen Bock, das über Tage hinweg zu machen. Da mache ich es lieber an einem durch. Und es ist ja, es kommt immer drauf an. Manche müssen über 1000 Karten sortieren. Bei mir ist es, wenn ich mir richtig viel kaufe, sind es ja auch ein paar hundert Perisic als Top-Transfer. Aber an sich macht mir das auch schon Spaß. Aber ja, irgendwann geht es in die Arme. Boateng damals bei seinem ersten Jahr bei Bayern, Uwe Mojela. Und ja, zweimal hintereinander Top-Transfer. Nice. Von Perisic. Und was ich glaube ich am Anfang gesagt hatte, dass ich, wenn eine Clubkarte kommt, als VR-Karte, ob ich die nach hinten packen soll. Ter Stegen für Gladbach. Das macht ja gar keinen Sinn, weil die haben ja nicht geglänzt. Wie ich schon gesagt habe, ist mir jetzt gerade irgendwie in den Sinn gekommen. Nee, aber es macht einfach Bock. Allgemein, jetzt habe ich die nicht nach hinten gepackt, super. Ihr seht, ich reden und öffnen und sich auf was anderes konzentrieren gleichzeitig, das Sandro Wagner für Bremen. Funktioniert nicht so ganz, aber scheiß drauf, ich meine, geht ja auch um Spaß und ich finde einfach, sortieren ist für mich, ich will nicht sagen, dass das Schlimmste am Kartensammeln. Elkin Soto, Matchwinner, Mainz 05. Ich finde eher, es zieht sich einfach. Halt, wenn du so ein paar Karten zum Sortieren hast, so 40, 50, alles gut und schön. Aber wenn das dann in die Hunderte geht, das gleiche ist übrigens bei Stickern. Und das Schlimme ist ja, du musst sie dann ja nicht noch sortieren, sondern auch einkleben. Das finde ich zum Beispiel, deswegen finde ich Karten noch besser als Sticker. Karten steckst du rein, fertig und gut. Und Sticker, manchmal verklebst du dich. Dann ist der schief, dann ziehst du nochmal ab, dann brauchst du gefühlt 5 Versuche, bis einer zum Beispiel mal drin ist. Und deswegen bin ich auf jeden Fall der Kartentyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was mich auch mal interessieren würde, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, welche Match Attack Serie oder seit wann ihr sammelt und vor allem, welche ihr am besten findet von denen, die ihr gesammelt habt. Mladen Petric, also da war der HSV noch gut, also wirklich, also. So einen Topstar ziehen zu lassen damals. Und HW4, halb Mensch, halb Tier. Köln-Logo, Bayern-Logo und Schmelzer. Nee, aber Sascha Mölders mit einer 47. Schreibt mir das mal, wie gesagt, in die Kommentare. Wie gesagt, also meine Lieblingsserie, es ist schwierig, weil für mich sind so die ersten 4 Serien mit die besten, vielleicht noch die fünfte. Weil die war eigentlich auch ganz geil mit dieser 50-Jahres-Edition. Aber ich würde sagen, von den Farben her, also ich müsste das in mehrere Kategorien unterteilen. Also was die Farblichkeit angeht, so vom Freundlichen her, würde ich sagen, dass die dritte Serie, die orangene, weil ich finde die Farbe Orange total geil. Vom Design der Matchwinner würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall die erste, die beste. Und ja, was heißt am einfachsten voll zu kriegen? Also, das war ja damals allgemein sehr schwer, die Dinger voll zu kriegen. Und ich sehe gerade, wir sind schon fast wieder am Ende angelangt. Ihr seht, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man was zu bereden hat. Oder wenn man redet. Das Einzige, was ich glaube ich hier doof finde bei den, also wenn ich mich jetzt mal zurückversetze, 10 oder 11 Jahre zurück. Man sieht ja immer, wenn hier vorne eine Basekarte ist, dann kann ja quasi keine Powerkarte mehr kommen. Und das ist für Kinder ja auch doof. Die checken das ja auch irgendwann und dann sagen sie sich, ja, die nächsten Karten brauche ich mir gar nicht angucken. Oder manche interessiert es auch gar nicht. Aber ja, ich finde, man hätte die auch mittig packen können, sodass die Kinder noch gucken können und sagen, oh, vielleicht habe ich noch Glück, vielleicht ist da noch eine Glitzerkarte. So, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Packs. Also einen Match, wenn da müssten wir noch ziehen und da ist auch einer. Wir haben Matjovic, Davids, Lala, Molina und wir haben Matchwinner Arango. Ich glaube, den habe ich leider schon, aber egal. Dafür muss jetzt noch mal einer kommen. Oh, Bayern Angriff.
Ist auf jeden Fall ein Matchwinner. Wer war denn damals? Ich glaube, das ist Müller. Ah, Mist, den habe ich, glaube ich, leider schon. Also, wenn es Müller ist, und es ist Müller, den habe ich schon. Egal. Cooler Matchwinner. Mir fehlt, glaube ich, bei den Bayern auch nur noch der 101er von Robben. Bayern-Tor, ja, wer könnte das nur sein? Nee, aber ich glaube, bei den Bayern fehlt mir als einziger noch. Es müsste Robben 101 sein, weil Ribéry habe ich auch schon doppelt gezogen, Müller auch. Auch der 101-Spieler damals richtig selten zu ziehen. Allgemein, früher die 101-Spieler waren richtig, richtig schwer zu ziehen. Ich glaube, bei 100 sowieso, es war ja damals, wenn da drauf stand, nur einer pro Display, dann war das auch wirklich so. Und ja, war auch mal, wie gesagt, war was Besonderes, den zu ziehen. Und heutzutage hast du gefühlt drei Club 100 in einem Display, was für mich einfach nichts mehr Besonderes ist. Ballack-Starspieler. Und apropos Club 100, auch was frühere Serien angeht, da fällt mir tatsächlich jetzt noch eine Geschichte ein, aber die werde ich vertagen auf das nächste Unboxing, weil ja, jetzt die anzufangen macht keinen Sinn, weil sind ja auch nur noch zwei Booster. Hier ist er, FR7, Franck Ribéry, Da Silva, Baumgartlinger, Rolfes und Brouwers. So, kriegen wir nochmal eine Powerkarte. Tatsächlich kriegen wir nochmal eine Powerkarte. Hertha ist, glaube ich, ein Starspieler. Wir haben Ochs, Sigurdsson, Skjelbred, Pezzoni und dann zum Schluss noch Ottl als Top-Transfer. Ja, das war der erste Teil vom ersten Display. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ja, ein Riesenstapel. Ich muss ihn erstmal hier rüberlegen jetzt, weil ich drehe ja alles in einem durch. Und ja, mal gucken, ob man es in der Kamera sieht. Ich hoffe nicht. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.